Moin, ihr Sizzler! Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute eine Spezialausgabe zusammen mit Andreas Rummel. Werden wir ein neues Format ausprobieren. Haben wir in der Form noch nicht abgedreht. Ich bin gespannt. Und zwar gibt es gleich eine Blackbox mit Zutaten drin. Und wie es dann weitergeht, das erzählen wir euch gleich. In dem Sinne, viel Spaß! Bevor wir starten können, müssen wir erstmal die Zutaten holen und dafür haben wir unsere reizende Assistentin Julian. Ich bitte dich, komm doch einmal zu uns und bring uns die schwarze geheimnisvolle Box. Sehr gerne, die ist sehr, sehr schwer. Was wollte ich was von einer reizenden Assistentin sagen? Andreas, ich habe hier was für dich vorbereitet, würde ich mal sagen. Ich freue mich, dass du das machst. Ich hasse ja solche Formate, wo ich nicht weiß, was mich erwartet. Ja, also ich muss dazu sagen, wir haben es das erste Mal, glaube ich, leicht gestaltet. Wir müssen uns ja selber mal reintasten, dieses neue Format. Kurz für die Spielregeln für dich und natürlich für euch, unsere Zuschauer. Du darfst alle Zutaten, die hier drin sind, verwenden. Du musst nicht alle verwenden. Okay. Du darfst alle verwenden, plus alles, was hier so liegt. Also ein Thermometer haben wir da, wir haben noch Salz, fermentierten Pfeffer, unser Hashtag Fisch, eine Marinade und so weiter. Was ist das eigentlich? Und das ist ein Spezialmesser. Und du kriegst tatsächlich einen Joker, weil wir gütig sind beim ersten Mal. Das heißt, wenn du sagst, mir fehlt eine Zutat, die wir eventuell da haben, eine Soße oder ähnliches, darfst du mir das sagen oder Julian und dann holt er das, sofern wir es da haben. Das heißt, eine extra Zutat, die nicht hier drin ist. Ich geh aus dem Bild erstmal raus, ich komme vielleicht nochmal wieder. Weil sonst hast du keinen Platz zu arbeiten, weil genau. Ich bin ja sehr, sehr schlank auch und da macht das vielleicht Sinn. Ich schlage vor. Von daher, the stage is yours. The stage is yours. Du öffnest schon mal die Box und guckst mal rein. Und währenddessen sage ich noch mal was zum Thema zeitlichen Ablauf. Du wirst nämlich gleich ungefähr eine halbe Stunde Zeit kriegen. Julian darf die dann stoppen. Das ist übersichtlich. Unter dem weißen Brett verbirgt sich weiteres. Cranberries? Sehr schön. Gut, Bacon kenne ich. So, jetzt bin ich gespannt. Das ist ein spezielles Steak. Spanisch. Alte Kuh? Ja. Chuguichu. Chuleto Chuguichu von Don Carne in dem Fall. Bacon, schon mal gesehen. Genau. So, weiter geht's. Also, Andreas, ach, das ist ja cool. Gleich. Das, die kann man ja dann drüber reiben, ja, oder? Ja, genau. Nee, die sind eher zur Kühlung. Andreas kriegt also gleich eine halbe Stunde plus minus 5 Minuten Zeit. Butter. Also und, jetzt kann nichts mehr passieren, es ist Butter drin. Ja, du hast gesagt, du brauchst Fett, ich habe Bacon und Butter. Eine Zitrone. Ich hasse ja Bärlauch. Ich hasse ja wirklich Bärlauch. Wir stehen auf Bärlauch und wir dachten uns saisonal und so. Ja, stimmt, aber es ist einfach, die letzten Jahre waren mir zu viel. Überall, wo du jetzt hinkommst, kriegst du Bärlauchbutter. Ja. Ich kann es irgendwo. Ja, wir haben, das ist ja kein, das sind Maiglöckchen. Ach so, alles klar. Nee, aber super, super Zutaten. Ich denke, damit kannst du arbeiten, oder? Genau. Grüner Spargel, wunderbar. Gilt als Joker-Zutat, ach Wasser, nee. Dies kriegst du auch so. Eine Joker-Zutat wäre schon irgendwas, du brauchst eine spezielle Soße. Ansonsten hätte ich das jetzt geschmolzen. Nee, ich glaube, das ist nicht so. Gut. Ich brauche Wasser in so einem Behälter und ein bisschen Zucker. Dann bin ich schon zufrieden. Also, Zucker ist die Joker-Zutat. Wasser kriegst du, Julian. Ja, du kannst jetzt losgehen und du kannst bitte genau jetzt die Zeit stoppen. Es geht los, halbe Stunde plus minus 5 Minuten. Und ich lasse dich einfach in Ruhe. Du kannst erzählen, was Phase und ich ist. Und ich versuche so ein bisschen nebenbei zu moderieren. Also, es arbeitet jetzt natürlich bei mir. Ne? Was mache ich damit? Hier habe ich schon eine gute Idee. Das Fleisch ist so aromatisch. Alte Kuh. Da ist so viel Bums drin. Da machen wir kein Steak draus. Machen wir was anderes draus. Okay. Brot. Lass mich mal einfallen. Spargel, super. Es ist Spargelzeit. Den werden wir ein bisschen anmarinieren, deswegen soll er mit dem Zucker ein bisschen hinmachen. Mhm. Bacon auslassen, blablabla, passt. Also mit dem Bärlauch weiß ich noch nicht so richtig, was ich mache, aber ich fange schon mal an. Fang mal an, ich kann dir noch kurz sagen und auch für unsere Zuschauer, wir haben hier schon mal eine Sizzle Zone vorbereitet, falls notwendig, die läuft auf Touren, die ist heiß. Wir haben im Grill eine Plancha vorbereitet, also wenn du Gemüse auf der Plancha angrillen möchtest, zum Beispiel, kannst du das machen. Und in der Mitte des großen Grills haben wir dir eine indirekte Zone eingeregelt, super, sodass du auch ein bisschen gar ziehen kannst. Ich habe jetzt hier den Spargel unten, die trockenen Enden, seht ihr hier, schräg abgeschnitten, um auch die Oberfläche ein bisschen zu erweitern, damit der Spargel auch Flüssigkeit aufnehmen kann. Wir wollen nämlich den Spargel ein bisschen marinieren und jetzt mache ich hier einen Schnitt und da einen Schnitt.
damit die Marinierflüssigkeit, die ich gerade noch bastle, wenn der Julia Meister Knete kommt da hinten. Ich glaube, er kommt schon. Ja, auch eindringen kann in den Spargel. Zack. Zack. So, ich habe hier Wasser. Wasser? Mach mal gleich den Zucker rein, bitte. Wie viel? Ja, alles. Den brauchst du nicht, dann lege ich ihn zurück in der Box. Nein, zurück, braucht man. So viel braucht man nicht. Okay. So. Das ist ja einfach. Das habe ich mir ja schwerer vorgestellt. Ja, wir haben auch coole Zutaten für dich. Es soll ja auch, du am Ende weißt du, es soll ja auch ein Rezept sein, was der Zuschauer, der jetzt Spaß hat an dem Video, auch nachmachen kann, wenn er es denn möchte. Und wenn wir hier und vor allen Dingen, Entschuldigung, ein bisschen Klugscheißerwissen dabei. Ja, natürlich, man lernt ja nie aus. So, den Zucker auflösen. Jetzt Salz rein, da muss man jetzt hier nicht ein Flakesalz nehmen, da reicht ganz normales Salz, aber noch einen Joker verbrenne ich jetzt nicht wegen normalen Salz. Hast auch keinen mehr, also jetzt musst du das Gute nehmen, so, egal. Denn wenn ihr zu Hause Spargel kocht, macht ihr ja ins Kochwasser auch Salz und Zucker rein. Und Salz und Zucker löst sich im Wasser und Spargel ist halt zu 75% Wasser drin. Also kann das Salz und Zucker auch in den Spargel eindringen. Darfst du mir helfen? Eigentlich nicht, aber... Da darfst du ja ein bisschen dran rumgehen. Ja, sie baden gerade ihre Hände drin. Das mache ich für dich. Komm. Also einfach das ein bisschen auflösen und den Spargel rein. Okay. So. Also jetzt. Ich glaube, Julian, was sagst du dazu? Das darf ich machen, oder? Das darfst du. Das darf ich. Die Schalotten, die packen wir einfach so auf den Grill. Indirekt, die lassen wir einfach so gar ziehen. Zum Fleisch. Jetzt bin ich gespannt. Ich nehme den Knochen raus, weil eine halbe Stunde Garzeit ist ein sehr dickes Stück Fleisch. Ja. Der Knochen nimmt sehr viel Hitze und geschmacklich bringt er auch nicht so viel. Deswegen nehme ich den Knochen raus. Boah, das sieht aber auch gut aus, das Stück Fleisch. Das? Meine Herren. Mülleimer hast du links neben dir, falls du den Knochen schon... Nee, der Knochen wird nicht weggeschmissen. Okay. Weiß nicht, was das kostet, aber das stimmt 35 Euro. Das kostet 35 Euro und das kostet auch 35 Euro. Deswegen ist das eigentlich zu schade, es wegzuschmeißen. So, übrigens, wer Andreas, naja, kennen tun dich vermutlich die meisten. Du hast keine Ahnung, wie viele Bücher hast du schon geschrieben? Fünf. Fünf Bücher schon geschrieben. Also Andreas ist im Buchbereich sehr aktiv, auf diversen Grill-Events eigentlich immer am Start. Aber wer ihn bei YouTube auch noch öfter mal sehen möchte, Rummel Grill TV. Da gibt es ganz viele tolle Videos von und mit Andreas und wir verlinken euch das natürlich unten in der Infobox. Ihr könnt ihn gerne abonnieren und genauso freuen wir uns natürlich, wenn ihr das erste Mal einschaltet, wenn ihr uns abonniert. Ganz wichtig auch bei beiden Kanälen dann diese Glocke aktivieren, dass es Benachrichtigungen gibt. Ne? Das war früher bei YouTube auch nicht so kompliziert. So, jetzt hast du Salz, grobes Salz gemörsert. Genau, weil halt feines Salz zieht schneller ein als grobes Salz. Also rückwärts grillen? Genau. So, Fleisch liegt auf dem Grill, Spargel mariniert, Schalotten liegen drauf. Ihr wollt unbedingt, dass ich eine Bärlauchbutter mache, ne? Du, musst du nicht. Ja, aber es bietet sich ja natürlich an, ne? So, zum Bacon. Könnte sein, dass das die Idee war. Zum Bacon, ich streiche den gern ein bisschen aus. Mhm. Dann wird der größer, dünner, wird schneller kross. Und wenn der nicht unbedingt nur 2 Grad hat, sondern 15 Grad, dann geht es auch viel besser. Ja, gut, es ist halt heute ein bisschen... Temperaturtechnisch sage ich mal nicht ganz optimal gelaufen. Ja, ich hatte auch anderes Wetter bestellt. So, und dann gibt es ja die berühmte Geschichte, dass man halt den Spargel mit Bacon einwickelt. Und da gibt es die lustigen Bilder immer. Finde ich total witzig. Wird der Spargel eingewickelt, der fette Stamm hier hinten mit Bacon und das empfindlichste Teil hier vorne liegt frei und verbrennt. Ja. Ja, können wir mal totlachen, wenn ich das irgendwo sehe. Ja, Bacon und Spargel, super. Oben das Ding ist total schwarz und das Ding ist nicht gar, was mit Bacon eingewickelt ist. Das machen wir, wenn das ein bisschen eingezogen ist, dann anders und wickeln nur die Köpfe oben ein. Mhm. So, jetzt ist die Idee. Ich bin übrigens sehr gespannt, was du mit den Cranberries machst, wenn du sie überhaupt verwendest. Ich auch. Ja, okay. Wir haben jetzt hier den Bacon, das Salz drin. Hier haben wir Kräutergewürz. Fischgewürz. Ja, das, viele Kräuter, wenig Salz. Das ist Rosmarin, kann ich erkennen, ist drin. Steht auch hinten sonst drauf. Ach so, alles klar. So, Rosmarin, Meersalz, Knoblauch, Rohrzucker, Dill, Liebstöcke, passt. Aber das ist mir ein bisschen grob.
Hier habe ich noch ein bisschen Salz. Dann was machen wir mal aus. Zack. So. Aha, jetzt wird's spannend. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Macht nichts. Noch ein bisschen Pfeffer dazu. Ich weiß nicht, was das ist, aber ich leck dran, sage ich immer. Und was natürlich da nicht fehlen darf, ist ein bisschen Zitronenabrieb. Ein bisschen Säure. Ja, erstmal frische Säure. Kriegen wir vom Dings. Vom Saft an. Vom Saft, genau. So, ich bin auf jeden Fall nach wie vor sehr gespannt, was da am Ende draus wird. Ja, ich erst. Du hast hier im Grill alles im Griff? Das passt ja, alles? Ja, da kann ja nicht viel passieren. Gut. So, jetzt schneiden wir das Ganze ein bisschen klein. Aber besonders spannend an so einem Format finde ich ja immer zu sehen, was derjenige, der die Zutaten sich nicht überlegt hat, daraus machen will. Weil wir hatten tendenziell irgendwie eine völlig andere Idee, so zumindest in Teilen, was man machen kann. Ich bin echt sehr gespannt. Also ich habe auch immer die erste Idee und die wird dann erstmal über den Haufen geschmissen, weil die ist dann meistens nicht interessant genug. Ja. War das nicht deine erste Idee? Nee. Okay, also wie wir sehen, Andreas entscheidet sich auch mal relativ früh. Also die erste Idee war, du siehst ein Steak. Du siehst ein paar Brötchen und du grillst natürlich ein Steak. Dann habe ich überlegt, nee, das ist alte Kuh. Da einfach jetzt ein profanes Steak zu grillen, ist jetzt auch nicht. Dann der Spargel, den wollte ich eigentlich zuerst so dann drauf. Dann habe ich den Bacon, dann muss der Bacon noch. Also es ist ein Prozess. Es entwickelt sich. Es ist ein Prozess sich. Während des Machens. Und dann im Augenwinkel, ach, du hast ja das auch noch liegen, das musst du ja auch noch nehmen. Oh, was mache ich jetzt damit noch? Weißt du, so bla 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 bla. Aber ich denke mal, das wird. Ja. So, jetzt habe ich hier. Brauchst du trocken? Nee, nee. Okay. Normalerweise müsste das jetzt länger da drin bleiben. Aber so viel Zeit haben wir nicht. Und jetzt fange ich von oben an der Knospe an, das einzuwickeln, Herrschaften. Ja? Und dann schön schräg, wie ich sehe, damit du am Ende den kompletten Spargel bedeckt hast. Oder nahezu den kompletten nahezu. Spargel. Ja. So, und jetzt drücke ich das an. Zack. Geil. Das gefällt mir. Ich habe übrigens noch nie Spargel in Bacon eingewickelt. Also das ist, ich erinnere mich nicht, dass wir das schon mal gemacht haben. Julian, was sagst du dazu? Haben wir schon mal Spargel in Bacon eingewickelt? Wir arbeiten ja sonst auch nie mit Bacon. Ne? Nee, Bacon ist bei uns so, ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, was Bacon ist. Das sieht so. Ich will nur mal zumindest mal eine Geruchsprobe machen hier. Krass. Ja, auch Spargel schmeckt besser mit Bacon. Also ich habe mir wirklich auch ein paar Sachen überlegt, aber nicht das, was du hier machst. Von daher. Sag mal so. Wenn es einfach wäre, hätte der Micha nicht eingeladen. Ja, also, wir hätten das wieder viel einfacher machen müssen. Sieht das hier aus? Sehr gut. Okay, die Zwiebeln direkt draufgelegt, ja. Ich glaube, das wird eine ganz spannende Geschichte. So, ich brauche dann mal irgendwann ein Töpfchen, wo ich das Butter so ein bisschen auch schmelzen kann. Ja, das kann ich dir eben schnell holen. Das ist kein Problem, beziehungsweise... Was wird benötigt? Nee, ich hole das. Gut. Du bleibst hier, ich hole ein Töpfchen. So, jetzt bin ich gespannt. So, jetzt haben wir, ich guck mal, jetzt haben wir hier an. Ja. Und legen wir das mit dem Speck dahin, wo die Flamme ist. Und wo das Köpfchen ist, das legen wir dahin, wo die Flamme jetzt nicht unbedingt ist. So, und den packe ich jetzt. Das ist nicht so einfach. Ja, Klappe zu. Das ist ja die Schwierigkeit. Kurzfristig sich was zu überlegen und dann auch den Grill auszuprobieren. So, Bacon-Nummer ist abgehakt, ist durch. Gut, den packe ich direkt weg. So, den kann man vielleicht noch gebrauchen, indem wir... Komm, ich küsse auch noch ein bisschen Bärlauch. Also es ist, glaube ich, auch für unseren Kameramann Alex gar nicht mal so einfach, hier schnellstmöglich die ganzen Dinge einzufangen. Aber ich hoffe, es kommt was bei rum. Ich meine, man muss so einen Kameramann ja auch mal fordern, ne? Genau. Ist so. Sonst den Urlaub, den er bei euch hat, ne? Ja, hat er nicht. So. Oh, ja, ein Fännchen. Zack. Und dann den Rest hiervon auch noch mit rein. So. Dann habt ihr ja auch noch so ein lustiges
Alter Pfeffer. Marinade ist das, genau. Oh, ich dachte gerade, die kommen raus, aber das war nur Flüssigkeit, die oben drauf war. Sehr lecker. Mit der ne? Da ist auch fermentierter Pfeffer mit drin in der Marinade. Das passt natürlich dann Löffel. Die Arsch auf einmal. Löffel, einen Löffel. Warte mal, aber vielleicht habe ich hier in meiner Box hier irgendwo Löffel. Nee, habe ich nicht. Ich schaue parallel, das sind die Kleinigkeiten, kein Problem. Wir haben bestimmt einen Löffel. Hier, guck mal an. Holzlöffel oder Metall? Ist egal. Oh, schon haben wir einen Löffel. Alles am Start. Ich muss einmal, darf ich einmal riechen? Ja, darfst du mit riechen? Oh, das riecht, so. Also es riecht schon echt gut. Es riecht schon echt. Oh, jetzt, das war ungünstig. Ich habe meinen Pulli gerade hier aufs Brett versenkt. Halt. Vor allen Dingen, man darf zwischendurch nicht vergessen, was man sich eingefallen lassen hat. Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe auch das Gefühl, du hast deinen Plan eben nochmal umgeworfen und doch noch was anderes gemacht. Ja, habe ich auch. Ja, du standst kurzfristig, als du an den Grill gegangen bist, hatte ich das Gefühl, du weißt nicht ganz, was los ist. Ja, doch, so. Was los ist, weiß ich die ganze Zeit, aber... Aber was du machen willst. Dann, dann kommt am Hinterkopf immer, schaffst du das auch in der Zeit? Ja. Schaffst du das auch in der Deckel Zeit? Deckel zu. Deckel zu. Da kommt die Butter. Das Maß dafür ist... Nicht eine Messerspitze Butter, sondern eine Klappspatenspitze. Eine Klappspatenspitze. So, also in die kalte Pfanne kommt jetzt Butter zusammen mit deinem genau. Bärlauch, Cranberry, Hashtag Fischmisch. Fischmisch. Genau. Jetzt helfe ich dir schon wieder eigentlich. Naja, aber ich drehe nur ein bisschen Butter, ich glaube. Das ist ja, du machst du ja aus Langeweile. Ich glaube, ein bisschen Butter drehen ist durchaus in Ordnung. So, jetzt fange ich hier an. Oh, jetzt wird es hier spannend. Ich gehe mal aus dem Bilde raus. Mache ich mal so rum. Zack. Es ist richtig heiß hier. Jupp. So, jetzt grill ich das von außen nur ein bisschen an. Mhm. Oh ja, wird aber schon schön braun, der Bacon. Achtung, der... Ja, es ist alles so... Das muss garen, das muss schmelzen. Obwohl, das geht auch so richtig zu. Das ist so Improvisation Deluxe. Und wir haben gedacht, wir geben Andreas einfach mal den ganz großen Grill. Aber wie man hier schon sehen kann, eigentlich bräuchtest du noch einen zweiten Grill. So, die Idee ist jetzt, ich habe jetzt nämlich auch so einen Endplan, dass wir das Steak nur ein bisschen angrillen. Mhm, schöne Röstaromen hat es schon. Genau, denn so eine alte Kuh, die ideale Kerntemperatur ist 48 Grad, also unter der 50. Und da kann man eigentlich auch, wenn das warm ist, schönes Carpaccio von schneiden. Mhm. Also das heißt, wir haben Brot angegrillt, wir haben dünn geschnittenes Carpaccio, dann machen wir die heiße Butter drüber, den Spargel und die Zwiebeln dazu. Und das, wenn das mal nicht spektakulär ist, dann weiß ich es auch nicht. Das heißt, jetzt tendenziell... noch kurz angrillen, ein bisschen noch im Grill liegen lassen, dann nehmen wir gleich alles runter. Genau. Das heißt, jetzt passiert erstmal nicht mehr viel. Nee. Dann würde ich in dem Fall auch in die Werbeunterbrechung gehen. Da sind wir schon wieder zurück. Andreas sagt, sein Essen ist fertig und du hast natürlich auch nicht mehr so viel Zeit. 25 Minuten sind vergangen, das heißt, du hast theoretisch nur noch 5 Minuten Zeit. Fürs Anrichten reicht's. Ja, ich bin gespannt. So rum. Du hast auch den Grill schon ausgemacht, wie ich feststelle. So, jetzt haben wir hier unten ein bisschen Brot. Oh ja, schön kross. Schön hier unten drunter. Boah, ich muss einmal hier einen Blick riskieren. Spargel sieht gut aus, fühlt sich gut an. Bin sehr gespannt mit dem Fleisch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das schon... Ach so, das wolltest du so... ja, ich lass mich überraschen. Du machst das schon. Du machst das schon, ich hab da Vertrauen. Ich muss es nur essen. Für mich ist es ja auch eine Überraschung, aber sag mal so, mit der Erfahrung, die man schon ein paar Donnerstage hat, sollte es funktionieren. So ein paar Donnerstage, sagst du. So, dann hier den Bacon. So, jetzt machen wir es unten ab. Heiß. Den machen wir jetzt hier dazwischen. Noch hat noch Biss bestimmt, ne? Also ich stelle fest, der Spargel schmeckt mir. So, den mache ich einfach hier bei dem Brot mit dazwischen. Mhm.
Zack. Zack. Was war das nochmal auf dem Bacon? Da hast du den Cranberry Hashtag Fischmix schon, ne? Genau. Und Zitronenabrieb und hast du nicht gesehen. Ja, ist lecker. So, jetzt. Jetzt bin ich sehr gespannt, das Steak, wie das wohl aussieht. Das ist jetzt außen einfach nur braun und in der Mitte sollte es noch komplett roh sein. Genau, das ist die Idee dabei. So. Gefällt mir aber sehr gut. Wie würde der Franzose sagen, Blue? Blöd, was machen wir mal so? Ja, guck mal, weil so läuft die Faser. Der Franzose und jetzt würde Blue sagen. Jetzt schneiden wir es hier gegen die Faser runter. Siehst du das? Ja, das ist immer wichtig. Das predigen wir auch immer, wenn wir Steaks grillen. Immer gegen die Faser anschneiden. Ansonsten ist das Kaugefühl eher... Das Kaugefühl wird zäh, sag ich mal. Das nicht Kaugefühl so wird zäh? Ja, vom bisher. Ja. Es kommt ein zäher vor, als wenn man es vernünftig gegen die Faser anschneidet. So, noch vielleicht ein bisschen dünner. Mhm. Boah, schneid dir nicht in die Pfoten. Na gut, du machst das schon. So, zack, zack, zack. Das Fleisch hier drauf. Brauchst du gleich noch Salz, Pfeffer irgendwas? Gleich. Mhm. So, den noch. Mach ein bisschen vom fermentierten Pfeffer drauf. Also, nee, warte, muss ich ja selber machen. Ja, ich sonst heißt es Scheiße, ja? Ein bisschen fermentierten Pfeffer drauf. So, jetzt die heiße Butter über das Fleisch. Und die sollte eigentlich, die heiße Butter, so wie die prickelt, das Fleisch noch ein bisschen nachgaren. Es sieht schon geil aus. Es ist was völlig anderes, so, als wir uns vorgestellt haben. Und jetzt kommt der Trick. Jetzt haben wir hier die Zwiebelchen. Machen wir hier ein bisschen Platz. Und Kollege, das hast du jetzt ganz close. Ne? Aufsetzen. Halt. Hier oben nochmal schneiden. Aufsetzen und voilà. Blub. Geil. Zack. Ich erinnere mich daran bei einem Grillkurs, den wir mal bei dir vor vielen Jahren gemacht haben, da hast du das auch gezeigt. Ach komm, das ist mir gerade erst eingefallen. Ja. So, einen noch. Alle Zwiebeln sind drei. So. Und jetzt, zack, hier auch noch ein bisschen Butter drüber. Hier und ist noch ein bisschen Zwiebelschale außen dran. Aber es macht auch nichts. Bringt Geschmack. So. Und noch eine Prise Salz. Und wenn das jetzt nicht schmeckt, dann weiß ich es auch nicht. Das sieht richtig geil aus. Es sieht wirklich richtig geil aus. Und ich sag dir jetzt mal ganz kurz, was ich mir eigentlich überlegt hatte. Ja? Okay. Eigentlich solltest du eine Kräuterbutter machen. Und ich sag mal, die dann schön fest, weißt du, dann aufs Brot drauf und dazu das Fleisch. Weil ich habe ganz einfach gedacht. Aber das, was du hier gemacht hast, ist mega geil. Ja, ich glaube, das ist sogar noch geiler als eine harte Kräuterbutter. Also mit Sicherheit. Diese flüssige Butter, die ein bisschen braun, so ein bisschen nussig wahrscheinlich auch geworden ist. Ich bin gespannt. Die Idee war ja, kriege ich in einer halben Stunde das Steak so hin. Ja. So, und jetzt, dann habe ich gesagt, komm, das Fleisch reicht, wenn es fast gar ist, also noch ordentlich roh in der Mitte. Und dann garst du noch ein bisschen mit der heißen Butter nach. Das war einfach die Idee dabei. Ja, voll geil. Hat auf jeden Fall funktioniert. Dieses Brot, ne, mit dem aufgesaugten Zeug da drin. Ja, das ist, du hast das Fleisch auf, du hast das Fett in dem Brot. Ein Stückchen Brot mit drauf. Also, okay, lecker. Okay, brutal. Was wichtig ist, du hast doch so süß Aspekte von der Cranberry. Ne? Ja, ich wollte gerade sagen, du schmeckst die Details irgendwie so richtig. Das ist ja schon fast auf Sternenniveau hier. Du schmeckst diese Details raus. Sag mal so, ich hätte jetzt Cranberry freiwillig nicht reingemacht, aber wenn es einmal da ist, also auch probier das mal. So ein schönes Stückchen von Fleisch. Das ist ja tatsächlich. Na, schön ist der Crunch auch vom Brot dazu, ne? Mega. Mega gut. Richtig geil. Mir hat es sehr gut gefallen. Ich bin mal gespannt, was Julian aus diesem ganzen Showformat, möchte ich es mal nennen, am Ende im Schnitt noch rausholt, weil ich glaube, das aber wird auch für Julian ein bisschen anstrengender. Probieren wir die Schalotte. Eine Herausforderung werden. Oh, ja. Probieren wir die Schalotte mit der Butter so ein bisschen. Schön süßlich, ne? Voll geil. Fleisch ist so geil. Richtig, richtig geil. Macht das auf jeden Fall mal nach. Ihr könnt natürlich Zutaten im Blog finden. Das musst du am Ende wieder aufdröseln, aber irgendwie kriegen wir das hin. Da kriegen wir irgendwie alles hin, ja. Lecker, wirklich. Wenn euch das Format gefallen hat, unbedingt mal Bescheid sagen, in die Kommentare reinschreiben, weil das ist natürlich vom Aufwand auch mal eine ganz andere Hausnummer. Aber der Spaßfaktor ist richtig geil. Ja.
Und es ist kein Scherz, das, was er jetzt hier gezaubert hat, war vorher nie abgesprochen. Das heißt, und ich wusste es wirklich nicht. Nein, also das ist, ich glaube aber, der Zuschauer hat das gesehen, weil du kannst das nicht spielen, es nicht zu wissen. Und das muss man so machen, anders geht es nicht. Wie gesagt, wir sagen erstmal Danke an dich. Du hast das richtig gut gemacht. Ich bin eigentlich so nie so ein Freund von so Battle-Zeugs oder sowas. Aber das hat mich wirklich so ein bisschen in der Ehre gekitzelt. Ja, ein bisschen. Das willst du hinkriegen. Das ist mal was anderes. Richtig geil geworden, ja. Ich hoffe, es hat euch unterhalten. Uns hat es unterhalten. Ich hoffe, Julian haut raus. Ich hoffe, Alex haut raus. Danke auch an Alex, ne? Du hast mir wirklich Mühe gegeben. Ohne Scheiß, mit dem Kameramann kann man arbeiten. Ja, also, ist so. Der ist qualifiziert. Ja. Und wir bedanken uns bei euch fürs Zusehen. Essen jetzt noch in Ruhe auf. Ich glaube, Alex hat auch Hunger. Und ich bleibe weiter neugierig für euch. Ach, guck mal, er denkt, ärgerlich. Haut rein. Ciao, ciao, ciao. Das kann sich wohl sein hier.